Sie haben auf die Ideos Timeline bereits Material geschnitten. Nun möchten Sie noch Clips einfügen. Wenn die Timeline mehrere Spuren enthält, besteht dabei oft die Gefahr, den Überblick zu verlieren. In so einem Fall können Sie auf einfache Weise mehrere Clips auf der Timeline verschieben. Gehen Sie mit dem Positionspfeil an die Stelle, an der das Material eingefügt werden soll. Um mehrere Clips zusammen verschieben zu können, müssen Sie diese erst markieren. Drücken Sie die Tasten Shift und Position 1 auf Ihrer Tastatur, um alle Clips links vom Positionspfeil zu markieren. Drücken Sie die Tasten Shift und Ende, um alle Clips rechts vom Positionspfeil zu markieren. Heben Sie die Markierung eines Clips auf, indem Sie diesen mit gedrückter Steuerungstaste anklicken. Sie haben zudem die Möglichkeit, eine ganze Spur über einen Rechtsklick zu sperren, damit diese später nicht verschoben wird. Verschieben Sie nun mit der Maus alle markierten Clips wie gewünscht. Fügen Sie das Material auf der Timeline ein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Lücke und wählen Sie Lücke löschen, um diese zu schließen. Hier kommen Sie zum nächsten Podcast. Abonnieren Sie hier unseren YouTube-Kanal. Mehr Tipps und Tricks gibt es in unserer Ideos Podcast-Playlist. Weitere Infos zu Ideos, passende Plugins, Lernkurse, aktuelle Downloads und vieles mehr finden Sie auf ideos.de.